Einmal am Woche haben wir hier Satsang. Ich sage immer, wer Satsang, wer kommt nicht in Satsang, hat Wichtiges in diesem Leben verloren. Das Leben einfach verloren. Was in Satsang gibt, gibt nirgendwo. Shat bedeutet die wahre Gottes Gnade. Und von dieser Gottes Gnade nie genug. Und Gottes Gnade, der Gott, der Spirituelles, der Meister, der Heilige oder deine Freunde. Jeder von euch besitzen in euren Herzen Gottes Licht und Gottes Gnade. Und das soll in Satsang jeden verteilen. Meine Vorschläge, meine Rat und meine Segen vom Alak Puriji Siddhapitha, eines, und zwar Satsang war. Weil du übst keine Asanas, das ist dein Problem. Weil du geht nicht dort meditieren, ist dein Problem. Alles, alles. Aber die Satsang ist einer der richtigsten Weg. Wenn du in die Kirche gehst zu der Messe, was ist das? Satsang. Bibel kannst du auch selber lesen zu Hause. Und dieselbe Art von Messe, du hast mehrmal gehört. Aber es ist nicht genug. Das ist die Satsang. So, Tempel, Ashram, Kirche oder irgendwo anderes. Eine Satsang ist dein Weg. Eine Satsang ist deine Befreiung. So Satsang, Sat bedeutet Wahrheit, Sang bedeutet Zeit zusammen. Und so, Gott ist in uns. Und Führung durch die Satsang. Durch die Worte des Meisters. Alles, 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 alles Gute, alles Liebe und Segen von Mahaprabhuji. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, Gesundheit, Gottes Gnade und bitte Satsang. Satsang ist die Beste.